Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute gibt's einen Pilates-Einsteigerkurs für dich. Brauchst deine zwei Redondoball-Minis? Wünsche dir viel Spaß. Setz dich zuerst aufrecht hin, die Knie sind gebeugt. Du hebst dich im Brustbein, ziehst deine Schultern weit nach hinten unten, atmest ganz tief durch die Nase ein, deine Rippenbögen heben sich und mit dem Ausatmen senkst du deine Rippenbögen, ziehst deinen Bauchnabel ganz sanft in Richtung Wirbelsäule und machst dich jetzt mal ganz rund nach vorne, roll die Bälle nach vorne. Mit dem Einatmen richtest du dich nochmal auf. Ausatmen, rund werden und einatmen, aufrichten. Es ist nicht wichtig, dass du weit nach vorne kommst, es ist nur wichtig, dass dein Rücken richtig schön rund wird. Nochmal aus. Und Brustbein heben beim Einatmen. Achte wirklich darauf, dass dein Schultergürtel entspannt bleibt, wenn du einatmest. Ausatmen rund. Einatmen, ganz bewusst deine Schultern tief ziehen. Gleich noch zweimal. Mobilisiere deine Wirbelsäule und finde in die Pilates-Atmung Nase ein und Mund aus. Bleib jetzt aufgerichtet. Versuch wirklich ganz aufrecht zu sitzen. Nimm deine Bälle, deine Handflächen zeigen in Richtung Decke und jetzt atme aus und dreh dich mal zu mir. Versuch ganz gerade zu sitzen. Nur deinen Oberkörper zu drehen, einatmen, nach vorne, ausatmen, zurück und einatmen, nach vorne, Schultern tief, ausatmen und ein. Und stell dir vor, dein Bauch ist wie ein nasses Handtuch, das du ausfringst. Aktiviere deine schräge Bauchmuskulatur. Und lass deine Ellbogen ganz leicht gebeugt. Sehr gut. Noch einmal. Und beim nächsten Ausatmen nimm jetzt deinen Rumpf ganz leicht mit. Kipp dein Becken leicht ab. Atme aus und atme ein. Und komm nochmal nach oben. Wenn es dir zu viel ist, mach kurz eine Pause. Nochmal ausatmen, Blick zum Ball, einatmen, nach vorne. Und jede Seite noch einmal. Schaffen wir, oder? Und ein letztes Mal. Und dann kommst du wieder nach oben. Zum Sitzen, löst deine Arme vorsichtig, sehr gut. Und rollst dich jetzt mal langsam tief in die Rückenlage, ich rutsche nur ein bisschen nach vorne. Drück deine Knie mal ganz fest zusammen, atme ein Stück aus. Und mit dem Einatmen nimmst du beide Arme mit dem Ball zurück. Ausatmen und die Bälle nach vorne. Einatmen, zurück, Knie zusammendrücken, Oberschenkel zusammendrücken und ausatmen durch den Mund nach vorne. Spür mal, wenn deine Arme jetzt nach hinten gehen, wie sich deine Rippenbögen heben und wenn du sie nach vorne nimmst, wie sich deine Rippenbögen automatisch wieder senken. Ein und ausatmen. Das nächste Mal, wenn deine Arme jetzt über den Brustbein sind, nimmst du schon mal deinen Kopf so ein kleines bisschen vom Boden weg, ziehst dich hier ein Stück nach oben und atmest ein und rollst dich wieder ganz langsam tief. Hände über dein Brustbein ausatmen, Knie zusammendrücken, Schultergürtel abheben und einatmen, tief. Geht, aus,
Rippenbögen schließen und ein. Bleib jetzt hier oben, atme aus. Spür deine Bauchmuskulatur, die Hände auf die Bälle, mit den Handballen nach unten drücken, mal ganz kleine Pushes in Richtung Boden ausführen. Bauch sanft nach innen ziehen, Rippenbögen schließen. Nicht mehr lang, ganz kurz nur. Die letzten. 4, 3, 2 und langsam nochmal absenken. Sehr gut. Zieh dein rechtes Knie ran, beschwer dein Bein mit dem Ball und zieh dein linkes Knie ran. Und genau das Gleiche, auch den Ball zwischen Unter- und Oberschenkel. Deine Arme liegen völlig entspannt neben dem Körper. Und jetzt heb mal dein Becken leicht an und entspann nochmal. Atme aus, anheben und einatmen, lösen. Ausatmen, heben und ein. Nacken entspannen, Schultergürtel entspannen. Nochmal. Ängern die Atmung. Und beim nächsten Mal bleibst du mit den Beinen hier vorne und gehst einfach mal in einen Circle. Das heißt, du öffnest deine Knie, atmest aus, atme ein und komm wieder zurück. Ausatmen, einatmen. Ausatmen Richtung Boden, einatmen. Wichtig ist mir, dass du im Rumpf völlig stabil bleibst, nur deine Beine kreisen. Und ich hoffe, du spürst es im Bauchmuskel. Genau. Leg Circle. Richtungswechsel. Jetzt beginnst du nach außen. Ausatmen. Ein. Aus. Und ein. Schultern entspannen, Nacken entspannen. Stabil bleiben. Im Rumpf, letzten Male noch. Und ein letztes Mal. Und zu dir ranziehen und mal ganz klein werden. So ein bisschen entspannen, nach rechts und links wackeln. Zieh die Bälle noch einmal raus und stell deine Füße noch mal nacheinander auf. Heb dein Becken mit dem Ausatmen an, schieb dein Steißbein Richtung Ferse und jetzt legst du mal beide Bälle ganz nah zusammen. Unter dein Kreuzbein ist der Übergang von Gesäß zum Rücken. Deine Wirbelsäule liegt so neutral, also nicht zu tief, sondern wirklich so, dass du neutral liegen kannst. Bauchnabel sanft nach innen ziehen, ausatmen, einatmen durch die Nase. Ausatmen nochmal sanft nach innen und einatmen durch die Nase. Achte darauf, dass sich jetzt im Becken nichts bewegt, das heißt, du bleibst völlig statisch hier im Becken. Und beim nächsten Ausatmen versuchst du jetzt ein Bein vom Boden zu lösen. Einatmen und wieder absetzen. Ausatmen, heben. Links jetzt das andere Bein. Einatmen und wieder absetzen. Bleib jetzt hier oben. Versuch dein anderes Bein dazu zu holen. Wenn es dir zu schwer ist, schieb die Bälle tiefer nach unten in Richtung Gesäß. Und jetzt atme aus und versuch dein Bein Richtung Boden abzusenken. Nur so weit, wie du das wirklich gut halten kannst. Einatmen, zurück. Ausatmen. Einatmen, zurück. Wenn du das Gefühl hast, hier reicht schon, dann nur bis hier. Ja, spür, wie deine Bauchmuskulatur jetzt arbeiten muss. Die Übung gibt einen flachen Bauch.
einen straffen Bauch. Lass deinen Schultergürtel entspannt. Sehr gut. Die letzten Male schaffen wir noch. Ausatmen tief. Und jede Seite noch einmal. Bleib hier und mach dich kurz mal klein. Entspann. Lass dein Becken von rechts nach links wackeln. Und stell dann die Füße nochmal nacheinander auf, wenn du die Bälle rausgezogen hast. Und dreh dich einmal zur Seite. Komm in die Seitenlage. Wir kommen zu den Sidekicks. Du kannst einen Ball hier unter deinen Kopf legen, ganz entspannt. Den anderen, ein Bein, das untere Bein, streckst du in die vordere Ecke deiner Matte. Versuch mal hier so ein bisschen Luft unter deine Taille zu lassen. Und den oberen Ball oder den einen anderen Ball nimmst du die Kniekehle deines oberen Beines. Jetzt versuch mal so weit zurückzugehen, wie du hier im Becken stabil liegen bleiben kannst. Atme nochmal ein, zieh nach vorne und atme aus und schieb das Bein zurück. Achte wirklich auf dein Luftdreieck unter der Taille, auf dein Powerhouse. Wenn du ausatmest, ziehst du den Bauchnabel nach innen, beim Einatmen nach vorne. Ausatmen zurück, einatmen nach vorne. Gleich nochmal. Sehr gut. Schau, dass dein Bein wirklich parallel über dem Boden sich bewegt. Spür dein Gesäß, die Außenseite. Oberschenkel. Letzten Male noch. Merkt man schon was? Ich hoffe doch. Ein letztes Mal noch zurückziehen und ranziehen. Und entspannen. Einmal nach oben drücken zum Sitzen. Setz dich auf. Komm einfach mal in so einen Hürdensitz. Ein Bein ist vorne angewinkelt, das andere Bein nach hinten anwinkeln. Nimm die Bälle in die Hand. Und jetzt dreh dich mal mit den Bällen zu der Seite vom vorderen Bein. Nimm deine Hüfte gleich mit nach oben und komm wieder zurück. Ausatmen. Einatmen, Hüfte anheben und ausatmen, senken. Einatmen. Sehr gut. Wenn das zu schwer ist, dann kannst du deine Beine gerne auch ausstrecken. Ich zeige dir das mal. Das heißt, du gehst hier in eine Grätsche, nimmst deine Hüfte mit nach oben und atmest aus. Ne? Eine Hüfte anheben, ein Becken und aus, wie du möchtest. Aber bleib ganz aufrecht sitzen. Und ein letztes Mal noch zur Seite. Und entspann dich. Wir wechseln zur anderen Seite. Das heißt, du kommst einmal rüber, nimmst dein unteres Bein wieder ins vordere Eck deiner Matte. Du darfst deinen Kopf jetzt hier ablegen, das heißt nochmal den Kopf auf den Ball ablegen. Dein oberes Bein wird beschwert mit einem Ball und dein unteres Bein ist wirklich gestreckt im vorderen Eck. Achte auf dein Taillendreieck hier unter deiner Taille. Becken ist wieder ganz stabil. Hier ist ein Glas, das runterfällt, runterfallen kann. Und atme ein, Bein nach vorne und ausatmen, zurück. Einatmen nach vorne
Und ausatmen, Powerhouse aktiv und zurück. Genau. Wirklich schauen, dass dein ganzer Rumpf möglichst ruhig bleiben kann. Bewegen tut sich wirklich nur das Bein. Jawohl. Geht noch. Wirklich parallel über den Boden bewegen. Jetzt wird schon. Auch noch einmal zurückziehen und nochmal vorne halten und entspannen. Bring dich nach oben, einmal zum Sitzen, wieder dein unteres Knie einfach anwinkeln. Oder wieder in den gestreckten Sitz, dein Becken ganz absetzen und dann drehst du dich, hebst dein Becken an und atmest aus. Nochmal ein und aus. Denk dir wirklich einen Faden am Kopf, der dich Richtung Decke zieht, Richtung Decke bewegt. Eine Seite ist bestimmt leichter, oder? Ja, zu einer Seite kann man sich immer leichter drehen. Und ein letztes Mal noch und wieder zurückkommen. Jetzt darfst du dich einmal in die Bauchlage ablegen. Das heißt, du drehst dich einfach auf den Bauch, nimmst beide Arme nach vorne. Ist dann so breit ungefähr wie deine Matte, also ein bisschen mehr wie die Schulterbreite. Dein Blick ist nach unten. Und wenn du hier bist, deine Hände sind auf den Bällen und dein Blick nach unten ist, dann zieh jetzt mal einfach deinen Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule nach oben. Atme aus. Atme ein und lass noch mal kurz wieder los. Atme aus, zieh noch mal den Bauchnabel sanft nach innen oben. Und einatmen und lösen. Halte jetzt deinen Bauchnabel innen oben und roll mal mit den Bällen ein ganz kleines Stück hier im Oberkörper auf. Atme aus und löse. Und jetzt schau mal, dass dein Schultergürtel ganz entspannt bleibt. Deine Schultern weit nach hinten unten ziehen und aus. Nur so weit gehen, wie du das gute Gefühl hast, dass du die Bewegung schön aus der Rückenmuskulatur ausführen kannst. Bauch bleibt sanft nach innen gezogen. Gleich nochmal. Bleib jetzt hier und heb deine Beine mit dem Einatmen an und mit dem Ausatmen wieder senken. Einatmen, heben und ausatmen, senken. Gleich nochmal. Ein letztes Mal noch. Und jetzt versuchst du mit dem nächsten Einatmen deinen Oberkörper zu heben. Ausatmen und wieder senken. Einatmen, deine Beine anheben. Ausatmen, senken. Einatmen. Und Beine. Ein spüre wirklich die ganze Rückseite, Oberschenkel, Gesäß, Rückenmuskulatur und ein letztes Mal und
dann lass du die Beine nochmal absinken und entspannst dich kurz. Lass kurz mal die Bälle unter deine Stirn nehmen, dein Becken ganz leicht von rechts nach links bewegen, richtig locker lassen, entspannen. Und dann nimmst du die Hände neben deine Schultern, stellst deine Fußspitzen auf, versuchst dich hier mal hochzudrücken, gar nicht so einfach, und schiebst dein Steißbein ganz weit nach hinten raus, roll mal die Bälle jetzt nach vorne, atme aus und mach dich nochmal ganz rund, nochmal so richtig lang ziehen. Wichtig ist nur, dass das Gesäß bleibt wirklich hinter den Knien. Lang strecken. Genießen und langsam nochmal nach oben aufrollen. Zum Sitzen kommen. Setz dich ruhig in den Schneidersitz. Oder so, wie es für dich angenehm ist. Im Schneidersitz kannst du die Bälle unterstützend unter deine Oberschenkel legen. Dann tust du dir leichter, wirst es gleich merken, oder? Nimmst dir ruhig höher oder tiefer, sodass deine Oberschenkel ganz entspannt darauf liegen können. Lass deinen Schultergürtel nochmal locker. Nochmal einatmen, lang. Streck dich nochmal so richtig zur Decke. Zieh deinen Bauchmuskel, deine Rückenmuskulatur nochmal in die Länge. Fleißig, alles durchgearbeitet und löse nochmal. Zieh die rechte Schulter tief, lass den Kopf nach links kippen. Spür nochmal deinen Nacken, der gerne auch verspannt ist. Komm über die Mitte zur anderen Schulter. Zieh links ganz leicht nach unten. Und dann lässt du deinen Kopf mal nochmal nach vorne hängen, spürst deinen Nacken, deine Nackenmuskulatur. Atme ein, richte dich auf, kreis deine Schultern nochmal völlig entspannt zurück, atme ein und atme aus. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, unser Einsteiger-Pilates. Wenn du Lust hast, sei beim nächsten Workout wieder dabei. Wenn es dir gefallen hat, natürlich gerne hier auf Gefällt mir drücken. Oder du kannst auch meinen Kanal abonnieren, dann bekommst du immer die neuesten Videos von mir mit. Ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Workout.